Wie, Sie kennen das Kellerbier aus Biberach noch nicht? Dann besuchen Sie uns doch einfach mal auf der Oberschwabenschau 2018 in Ravensburg. Am 11. Februar 2012 wurde das erste Kellerbier von Julius Buckenmeier, Andreas Wingert, Evi Wolfgang und Mackie Marxen gebraut. Zum ersten Mal wurde das frisch gebraute Kellerbier am 7. April 2012 ausgeschenkt. Im Zeichen des alten Braurechts ist es für uns eine Selbstverständlichkeit, traditionell handwerklich zu brauen und ausschließlich rein natürliche Rohstoffe aus dem regionalökologischen Landbau zu verwenden. Das Weichert-Team wünscht Ihnen jetzt schon auf der Oberschwabenschau einen echten Hochgenuss aus der gekühlten 0,3 Liter Bierflasche oder frisch gezapftes vom Fass. Wir freuen uns auf Ihren Besuch auf der Oberschwabenschau in Ravensburg.